Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Sniper Elite 3 mit Daniel von uns Chaos Ossis LP, mein Singleplayer-Projekt. Schön, dass ihr bis hierhin natürlich treu dabei geblieben seid. Ich freue mich über jeden View, über jedes Abo, das wir dadurch generieren, denn ihr wisst ja, wir YouTuber, wir leben quasi von eurer Unterstützung. Ist ein kleiner Klick, dauert eine Sekunde und schon habt ihr uns was Gutes getan. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich bin hier immer noch am Flugplatz Pontus Fras. Und für diesen tollen, wo ist er denn? Da. Diesen Stand da als nächstes ausschalten, bevor ich nämlich dort rüber gehe zu meinem Scharfschützennest, um meine Freunde dort zu abzusichern. Und jetzt ist natürlich die ganz große Frage, mache ich das leise oder mache ich das laut? Denn hier liegt eine fette Bazooka. Oh. Böser Mensch. What the fuck? Also ganz ehrlich, so einfach habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Ich laufe aber so rum, dann bin ich nämlich gleich auf der Seite und kann mich da hinten lang schleichen, um mich da hinten erst nicht die komischen Wichser da durchprügeln zu müssen. Aber ja, das war jetzt geil. Puff, tot. Und woran erkennt man, dass das kein Battlefield ist? Das Ding steht noch. So. Dann werden wir uns hier mal weitläufig über die Landebahn begeben. Meine. Wem soll's schon. Oh, dem soll's auffallen. Da läuft nur einer runter. Da laufen noch zwei. Warum fliegt jetzt kein Flugzeug, wenn man es noch braucht? Schweinerei. Das ist wirklich eine Schweinerei. Jetzt guck mal da auch hoch. Boah, das ist kein Punkt, wo man hochgehen kann, glaube ich. Zumindest nicht so. Das war ja dann noch relativ gut reagiert. Dann werde ich jetzt einfach mal noch abwarten. Also das, die Zeit muss ich mir jetzt nehmen, ansonsten habe ich ein Problem, darüber zu gehen. Du kommst schon, Flugzeug! Verlass mich. Oh Gott, wie biegt der sich denn? Nett. So. Guckt er nur neugierig. Er ist alleine, von der Warte kann er schreien, wie er will. Ha! So. Dann gehe ich doch auch gleich mal hier nochmal eine Runde auf Nummer sicher. Guck mal das Ding einfach mal von oben an. Ich will dich sowieso interessieren, wie es da drin aussieht. Und so viel Zeit muss sein. Auf alle Fälle furzt hier einer oder schnarcht. Hier wird noch gefunkt. Ne, doch nicht.
Oh. Guck mal, was hast du dabei? Ah. Fernglas-Upgrade. Die Männer trinken auf Second Lieutenant Phillips. Ich selbst kann es einfach nicht. Immer wieder sehe ich alles vor meinen geistigen Augen. Alle anderen Panzerabwehrkanonen waren zerstört. Und wir waren zum Rückzug gezwungen. Phillips blieb zurück, während wir flüchteten und warteten, bis die Panzer in Sichtweite kamen, um den letzten Schuss abzugeben. Treffer! Ich hätte schwören können, er lächelte, als die Deutschen das Munitionslager trafen und er bei der Explosion ums Leben kam. Das ist ja mal hier megamäßig hardcore. Ich überlege, ob ich das wirklich ersetzen soll. Weil, glaube ich, mache es. Es kann, glaube ich, nicht schaden. Okay. Eine Munition. Nein, danke. So, auf alle Fälle ist der Stand hier oben wirklich ausgeschaltet. Das war jetzt die Absicherung für mich gewesen. Vielleicht sind die jetzt gerade so neidisch. Er hat doch meine Nachricht gelesen. Warum antwortet er nicht? Wird das bestimmt irgendwelchen Beziehungsstress auslösen, wie es so ein WhatsApp-Gang und gäbe ist. Sieg hier, du bist blau. Warum antwortest du nicht? Ganz einfach, ich schlafe. Ja, das ist der Grund, warum ich das bei mir ausgestellt habe, dass zu sehen ist, wann ich zuletzt online war. Und dass die blauen Häkchen zu sehen sind. Ich weiß selber auch nicht, wer meine Nachricht wann gelesen hat, wann mir das so ziemlich egal ist. Die Leute antworten schon. Und da sollte es jetzt nicht drauf ankommen, ob das Häkchen nun blau ist oder nicht. Das geht mir so dermaßen auf den Sack. Sag mal, wie viel Sprit haben die eigentlich, dass sie hier dauerhaft eine Schleife fliegen können? Sowas wie Tretminen? Verband. Stolpermine. Sehr schön. Denn die Stolpermine sind jetzt, glaube ich, sehr praktisch. Ich werde mal gucken, ob ich hier. Ah, scheiße, ich bin nicht nah genug an diesem Lautstärke-Ding dran. Nein, Bombenlager zerstören. Oh. Halleluja. What the fuck? Warum zum Teufel fährt jetzt hier so ein scheiß Ding lang, ey? Das geht mir auf den Sack. Das ist scheiße. Aber könnte ich da einfach gegenschießen, glaube ich. Wenn jetzt hier diese scheiß Lautstärke mal kommen könnte. Obwohl, scheiß drauf. Wenn der rumkommt, schieße ich. Dann nicht mehr? Alter! Scheiß drauf! Boom! Ganz kurz hier Standortwechsel machen. So. Denn die sind jetzt alle irgendwie ein wenig sauer und die kommen jetzt alle hierher. Na geil. Und Einzelner habe ich noch. Bin ich da? Die Dinger sind alleine explodiert. Ganz von alleine. Ich war das nicht.
Schön für einen Mann, der am Boden ist. Freu dich. Er muss ganz in der Nähe sein. Jetzt ist natürlich hier gewaltig. Yay, yeah, ich habe einen getötet, weil er zu blöd war. Aber wie schalte ich jetzt das letzte Ding da aus? Jetzt habe ich hier zwei zerstört, dass wir das dritte auch noch haben. Das war das Ding bestimmt, genau. So. Zu spät. Menno. Jetzt fährt er natürlich hier wieder lang. Irgendwo da drin muss doch auch ein Fass sein. Damit ich das kaputt machen kann. Oh. Diese Entfernung treffe ich natürlich nicht. Oh. Safety first. Ah, hier. Boom. Das muss so sein. Das ist völlig normal, dass das jetzt in die Luft geflogen ist. Ich meine, wer ist denn auch so blöd und lagert explosives Fass neben einem Lager? Also, muss ich mal zu meiner Verteidigung sagen, dass sie da wirklich selber dran schuld sind. Ich meine, so ein schönes Feuerchen hier am Rande. Schadet auch nicht. Wie die alle da jetzt aufsagt. Oh mein Gott, das brennt, das brennt, das brennt. Anstatt den Scheiß zu löschen. Nein. Warum auch? Was ist da oben ein? Da ist ein Scharfschütze. Ja. Na, den werde ich doch nicht einfach mal so entkommen lassen. Ach nein. Kriegt ihr jetzt erst mit, dass hier Leute getötet werden? Oder dann seid ihr echt blöd. Nice. Die gönne ich mir doch mal. So, was haben wir hier? Gegen... Ah. Guck ich mir doch mal an. Ah, ich bleib bei meiner Kakano. Gefällt mir jetzt mal besser, mit der komme ich ganz gut klar. Ja, den Weg, den muss ich mir jetzt erstmal suchen, wie ich hier am besten jetzt rüberkomme. Das, liebe Leute, machen wir aber das nächste Mal, ne? Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid hier bei Sniper Elite 3 mit mir, den Daniel von den Chaos Ossis LP. What the fuck? Was ist das für ein Geräusch? Puh. Sniper gewesen. Na okay. So ist ein Thema, ja. Aua, 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 aua. Ah.
Alter, schämt euch, schämt euch, schämt euch. Gibt's doch nicht. Ah, Mann. Ja, das ist doch mal echt geil hier. Wollen wir, weit hier noch laufen muss? Oh. Ja. Wow. Weil jetzt bin ich zwar wieder gefühlte 20.000 Kilometer zurückgefallen, ne? Aber warum nicht? Liebe Leute, schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Schaltet wieder ein, wenn es ein Sniper Elite 3 mit mir, den Daniel von den Chaos Crossies LP. Like dieses Video, teilt dieses Video. Damit damit unterstützt ihr uns gewaltig und ich freue mich natürlich über jede Unterstützung von euch. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Tschüss.